Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei, dein Mietwagen zum Discounterpreis. Rückspiel in der Relegation um die Bezirksliga. Das Hinspiel gewann Türkspor Dortmund mit 5:1. Es riecht also sehr stark nach einem Aufstieg des TSD. Und die Gäste machen auch genau so weiter wie im Hinspiel. 17 Minuten hat's gedauert und schon macht Ozan Bektaş das 1:0 für Türkspor. Bektaş hatte auch im Hinspiel bereits getroffen. Katastrophaler Start natürlich für die SG Eintracht Gelsenkirchen. Und TSD macht einfach weiter. Das ist nicht das 2:0. Das Aluminium rettet gegen Ferhat Yeyla. Doch von einem Aufbäumen der Eintracht Gelsenkirchen kann nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil. Türkspor Dortmund ist weiter die klar spielbestimmende Mannschaft. Und jetzt ist das 0:2 gefallen. Wieder ist es Ozan Bektaş. In der Liga hat der Stürmer 47 Mal getroffen. Und auch in der Relegation zeigt er sich treffsicher. Wir springen in Halbzeit 2. Die Entscheidung über den Aufstieg ist natürlich längst gefallen, aber Türkspor ist weiterhin in Torlaune. Wunderschöner Heber von Faruk Digermenci nach Vorarbeit von, wie könnte es anders sein, Ozan Bektaş. Nach 65 Minuten steht es also 3:0 für die Gäste. Und die Bektaş-Show ist noch nicht vorbei. Hier vernascht der Erdem Polat und bleibt vor dem Tor eiskalt. Polat macht es ihm aber auch viel zu einfach. Von Abwehrverhalten kann hier nicht die Rede sein. Weiter geht's. Inzwischen hat sich die Eintracht defensiv komplett aufgegeben. Und wer profitiert am meisten davon? Natürlich schon wieder Ozan Bektaş. Es ist das 5:0. Es ist seine fünfte Torbeteiligung. Er ist jetzt schon längst Man of the Match. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Denn kurz vor Ende der Partie kommen auch nochmal die Gastgeber tatsächlich gefährlich vors Tor. Und da ist der Ehrentreffer. Tuncay Günaydın hat's gemacht. Der Jubel fällt aufgrund des Spielstandes trotzdem recht verhalten aus. Das Spiel ist aber immer noch nicht vorbei, denn den Schlusspunkt muss natürlich noch ein Mann setzen, der dieses Spiel eigentlich im Alleingang entschieden hat. Und es ist kein geringerer als Ozan Bektaş. Das 6:1 ist dann auch der Endstand. Mit einem Gesamtergebnis von 11:2 steigt Türkspor Dortmund hochverdient in die Bezirksliga auf. Und Durmus Aydin hat nach dem Spiel noch ein paar Worte über den Man of the Match bei unserem Mikrofon verloren. Die letzten Wochen lief es eigentlich bei dem Ozan nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht. Kann mal jedem Topstürmer passieren, aber heute wussten wir, dass der alte Ozan Bektaş wieder zurückkommen wird und uns den Sieg hier ganz klar schenken wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf geht's, dein neues Leben wartet. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft zum Discounterpreis.